Herbert war für den mathematischen Teil der Mittelschule verantwortlich, ich mehr für den sprachlichen. Herbert hat damals schon unter Beweis gestellt, dass er von Teamwork sehr viel hält. Ins Pester-Luzi-Gymnasium ist er gegangen. Das war damals auch das Zeitalter der Beatles. Herbert und ich haben uns eine Elektrogitarre gekauft und haben also fleißig geübt, um auch Beatle-ähnlich einmal durch die Welt ziehen zu können. Na, Herbert, was willst du denn studieren und so, ne? Und na, er ist halt, er will Wirtschaftsingenieur. Er möchte alles, was mit dem Ingenieurwesen zusammenhängt, das möchte er alles studieren. Naja, das Hauptinteresse war sicher, so wirtschaftlich wie möglich in rascher Zeit das Studium zu bewältigen. Na gut, habe ich gesagt, das wird halt ein Langstudium sein und das macht nichts. Ne? Aber ich sage, Herbert, du schaffst das, du schaffst das. Von einer Amerikareise damals, und das zeichnet auch seinen innovativen Geist aus, als einer der wenigen einen Taschenrechner mitgebracht, wo wir noch mit Rechenschieber gerechnet haben, hat er schon, ich weiß nicht, wie das geheißen hat, so eine Hewlett-Packard-Maschine gehabt, die ja praktisch alles gekonnt hat damals. Wir haben im Zeichen so ja auch unsere Feste gehabt und der Fixpunkt, möchte ich vielleicht erwähnen, war der Dienstag ab 18 Uhr. Da hat müssen der Zeichner müssen die Tische der letzten beiden Reihen geräumt werden, weil da hat es immer ein 25-Liter-Fass Bier gegeben. Dann habe ich angerufen, sage ich, du, da werden gute Leute gesucht. Überleg dir doch, komm in die Voestalpine. Der Herbert, der wird ja mal der nächste Generaldirektor, habe ich gesagt, von der Föst. Und das habe ich immer gesagt. Und in der Zeit war für mich schon absehbar, dass er absolut, sagen wir mal, das Richtige nach dem Studium gewählt hat, indem er also zu Föst gegangen ist. Ja, in Linz haben wir auch gemeinsam diese Stadt als Grazer erobert. Wir haben im Werkshotel der Föst Alpine in der Muldenstraße Zimmer an Zimmer gewohnt. Daher stammt auch, glaube ich, das sehr gute Lokal-Know-how des Herbert im Raum Linz und Umgebung. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als Herbert seine erste Linzer Wohnung bezogen hat. In diesen schmucken, kleinen, staudammähnlichen Gebäuden, harter Plateau. Und das ist vielleicht für seinen Charakter sehr typisch. Er hat dort nicht die Wohnung im Erdgeschoss bezogen, sondern im 18. Stock. Es war also so symbolisch, dass er für sich schon gewusst hat, er will hoch hinaus und den Überblick bewahren. Der Herbert war nie ein Karrierist. Er ist nie wie ein eiliger Wanderer von Wegweiser zu Wegweiser gehopst, sondern er hat sehr wohl die Zwischenwegstrecken und die Schönheiten dieser Zwischenwegstrecken erkannt und auch genossen. Weil er ein sehr intelligenter Bursche ist, der weiß, dass man Gipfel nicht erstürmt, sondern langsam ersteigt.